Stephen King selber sagt von seinem Friedhof der Kuscheltiere, man sollte auf keinen Fall ins Kino gehen, wenn man es mit dem Herzen hat. Das hat mich natürlich so neugierig gestimmt, dass ich mir gedacht habe, ich schaue mir mal mit dir zusammen den Trailer an, ob sie es wirklich schaffen, uns so viel Angst einzujagen, wie er behauptet. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Monika und im heutigen Video habe ich mal wieder eine Trailer-Reaktion für dich. Und zwar auf den neuen Film von Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere, der am 4.4. in die Kinos kommt. Ich kenne natürlich noch die alte Filmversion und natürlich auch das Buch, was einfach nur genial ist. Und ich war richtig neugierig, wie man diesen Film jetzt in der heutigen Zeit umsetzt. Und ich bin gespannt, ob man uns wirklich noch überhaupt so eine Angst einjagen kann, wie behauptet wird. Schauen wir mal. Ellie hat heute im Wald einen ganz besonderen Ort entdeckt. Den Friedhof der Kuscheltiere. Dort kann man Haustiere beerdigen und um sie trauern. Das muss dir aber keine Angst machen. Es ist völlig natürlich. Genauso natürlich wie der Tod. Ist immer so einfach gesagt, aber gerade so für Kinder ist das ein ganz wichtiges Thema. Trauern und auch gerade wegen der Haustiere. Ich hätte mir damals gerne als Kind gewünscht, ich hätte so einen Ort gehabt, wo ich trauern kann, wo ich immer wieder hingehen kann, um mein Tier zu trauern. Aber es ist halt ein sehr hartes Thema und wir wissen ja auch, worauf das hier hinausläuft. Die ganze Stadt nutzt diesen Ort schon seit Generationen. Für die Kinder hier ist es eine Art Ritual geworden. Also ganz ehrlich, die Atmosphäre hier stimmt schon mal hundertprozentig. Also es geht einem schon richtig kalt den Rücken runter, zumal wenn man den oder das Buch kennt. Du kannst die Macht des Waldes spüren. Wach auf, Dada! Hey, mein Kleiner. Ja, da hat er schon irgendwas angestellt, oder? Da war er schon unterwegs, hat irgendwas ausgegraben oder eingegraben. Ich bin echt gespannt. Ah, da kommt der Kater. Da draußen ist irgendetwas. Die Katze war tot. Das Merkwürdige daran ist ja, dass alle dankbar darum sind, dass der Kater wieder da ist, aber keiner merkt so richtig, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Man sieht ja schon, wie er aussieht, ne? Also, so würde ich jetzt gar nicht mehr mit ihm kuscheln wollen. Dinge wieder zurückbringt. Schatz? Wow, ja, jetzt ist es passiert. Ja. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich denke, die meisten von euch kennen das Buch und das macht da ganz, ganz dumme Sachen. Ganz, ganz dumme Sachen. Ist, was sie vorhaben. Ja. Aber sie kommen genau nicht so zurück, wie sie waren. Daddy. Hammer. Los. Man kann sich das auch nicht richtig vorstellen, diese Trauer. Und dann, wenn man genau weiß, es funktioniert, beim Kater hat es ja auch funktioniert, dann sein Kind dort begraben und dann kommt es zurück. Man kann sich es einfach nicht vorstellen, wie das sein muss. Geh los. Umarme deine Tochter. Ah, die Kater. Ich hätte ihnen diesen Art niemals zeigen dürfen. Ihr Kind ist nicht das Einzige, was zurückkommen wird. Die Grenze wurde durchbrochen. Ja. Manchmal ist es besser, tot zu sein. Oh, der Kater sieht heiß aus. Ah, man sieht auch, das Buch kommt noch mal raus mit neuem Cover. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Masken haben irgendwie ganz merkwürdig auf mich gewirkt. Die Atmosphäre passt und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Stephen King hat ja damals selber gesagt, auch im Vorwort in Friedhof der Kuscheltiere, dass es die härteste Geschichte ist, die er je geschrieben hat. Und er hat sie lange, lange Zeit in der Schublade gehabt und als er den Verlag wechseln wollte, hatte er noch ein Buch offen und dann hatte er jetzt im Moment gar nichts da und da hat er einfach mal Friedhof der Kuscheltiere angeboten und
Wir wissen alle, was daraus geworden ist. Es ist eins mit der erfolgreichsten Bücher, die er je geschrieben hat. Und es ist einfach nur, ja, weil es so creepy ist, ne? Weil es einfach cool ist. Und das Grundthema ist sehr interessant. Und wer wünscht sich das nicht, seinen geliebten Menschen einfach wieder zurückzuholen? Aber natürlich nicht so, wie es dort dargestellt wird. Wenn dir solche Videos von mir gefallen, dann lass mir gleich ein Like da oder abonniere auch meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan haben solltest. Dann würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao!